Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video mit meinen Besties. Oh, sorry. Ja. Heute ein richtig cooles Video, denn... Mhm. Nicht, wenn man hinlacht. Ein richtig cooles Video, denn die beiden betteln sich heute, wer mich besser kennt als meine beste Freundin versus mein bester Freund. Ich werde verkacken, ich weiß es jetzt schon. Ich bin nicht so gut in sowas. Ja, aber ich kenne sie halt noch nicht so lange wie du. Ja, trotzdem bist du besser. Ich will meine besser Sachen merken. Wir kennen uns seit 2011. Das heißt 9 Jahre. Ja. Und wir uns seit 2017. Aber du kannst dir trotzdem besser Sachen merken. Das heißt, du kannst in diesen 3 Jahren mehr Sachen aufgeschnappt haben. Dann bin ich ja schon kurz danach schwanger geworden. Mhm. Ja. Ach krass. Ja. Okay. Ich habe mir 12 Fragen ausgedacht, die ich dann stellen werde. Und dann müssen die beiden buzzern. So, ich hier meine Beine. Ihr müsst buzzern. Okay. Ja. Du bist dann auch so Flecken haben. Ich weiß nicht, ob du den Ball machen. Mach einfach. Piep. Ja, so ist besser. Okay. Ich krieg immer so schnell blaue Flecken. Meine Augen beide direkt voll drauf. Quatsch. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Die erste Frage lautet, wie alt werde ich dieses Jahr? Hä? Ihr macht... Achso, ja, ja, wie piep! Sorry, 22. Richtig. Ich dachte jetzt, du sagst 3, 2, 1 und dann... Ja, achso, ich sorry. Wollte auch 22 sagen, hä? Du hast mir nicht gebuzzert! Du musst buzzern! Ja, du hast es nicht gesagt. Du musst buzzern und dann... 22. Falsch! Nee, dafür will ich jetzt auch einen Punkt. Das ist... Du kriegst keinen Punkt, du hast nichts gesagt, ja, okay. Ich hab zuerst gebuzzert. Ja, okay, so wird hier also gespielt, okay. So wird gespielt, richtig. Jamie's mhm. Okay. Versteht nichts. Okay. Ich weiß immer so krass, was du für ein Sitzzwerg bist. Ja. Weil der Sitz sieht einfach genauso groß aus wie wir. Ja, wenn du sitzt auch. Sitze. So. Wenn ich so. Wenn ich so sitze, bin ich auch. Ja, wenn ich so sitze, setzt ihr mal gerade gleich hin. Ja, aber das ist schon ein Stück. Ich werde sogar schon beim Alter. Achso, ja, buzzern. Buzzern. Wie groß bin ich? 1,73. Falsch. 1,72. Nein. 1,71. Nein! Scheiße, hä? Das ist genauso groß. 1,75. Ich bin 1,70. Ich bin genau 1,70. Ich hätte schon gesagt, 1,71. Ich dachte eigentlich, du bist größer als Mona. Nein, wir sind eigentlich gleich groß. Aber bei mir weiß man nicht, ob ich 1,70 oder 1,71 bin. Ja, warte, komm mal her, zieh mal deine Schuhe aus. Hä? Hey, Mona ist viel größer. Ja, 5 Zentimeter oder so locker. Ja, echt? Safe. 1:1. Hä, du hast keinen Punkt bekommen. 22 gewusst! Aber er wusste das. Ja, alles klar. Es gibt noch einige Fragen. Jetzt kommt Frage Nummer 3. Okay. Welche Farbe haben meine Augen? Du? Braun-grün. Du? Blau. Ja. Braun-grün? Blau-grau. Ich bin nicht braun. Ich hatte nur in Erinnerung, dass du nicht so blaue Augen hast wie Mona. Habe ich auch nicht. Gut, ja, aber weil ich noch grau mit drin habe. Ja. Wir haben alle schöne Augen. Das war... Okay. Was für einen Schulabschluss habe ich? Wie schnell bist du mit? Realschule mit Qualifikation. Guck mal, seht ihr, wie schnell ich tippe? Ja, ich hab's auch gewusst, aber ich hab's nicht gesagt. Du hast ist das so dein zweiter Punkt? Ja. Was ist mein Lieblingsgetränk? Also das, was ich im Restaurant bestelle. Ach so. Was? Ah, okay. Ja gut, ich wusste, ich dachte... Ja. Ich trinke es auch so immer. Wer hat zuerst? Ich hätte das nicht sagen sollen. Sex on the Beach, keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht. Hab ich nach Cocktail gefragt? Nein, ich wollte eigentlich Sprite sagen, aber... Hä, hey, also ich dachte jetzt eher, weil du meinst Lieblingsgetränk, hier ist das eigentlich ja. Lieblings, aber ich dachte erst, ich habe erst an Kaffee gedacht, weil du immer eigentlich ach so. Rund um die Uhr Kaffee trinkst, aber dann halt Cola Light. Zero, aber ja, Zero. Ja, ja. Krass. Sprite? Ich weiß nicht. Ich trinke nie Sprite. Ich kommst aus Sex und Sex. Ich dachte, weil sie so, ja, das bestelle ich immer im Restaurant. Ich habe noch nie in meinem Leben Sex on the Beach getrunken. Diese Frage ist tricky. Was war mein erstes YouTube-Video, was ich für meinen Kanal gedreht habe? Ja. Und zwar saßen wir da auf, das war dieses Bohnen-Ding, ja. Ekelhafte Bohnen-Challenge-Ding, ja. Ah, Bean-Boozle-Challenge. Bean-Boozle. Das hätte ich sogar gewusst, aber... Ja, klar, willst du den Punkt haben, weil du es gewusst hast? Komm, nimm den Punkt, ich gebe ihn dir. Okay. Das war tatsächlich das erste Video, was ich gedreht habe, weil ich mich nicht getraut habe, allein vor der Kamera zu stehen. Ja. Haben wir das zuerst zusammen gefilmt und danach habe ich das Intro. Nee, aber danach habe ich das erste Video, was ich hochgeladen habe, gedreht. Genau. Ja. Was ist mein Lieblingsessen? Oh, du sagst was Falsches. Pizza. Nein. Nein. Wenn du das nicht weißt. Ich glaube, ich weiß es. Ist
Steak. Milchspeis. Irgendwas mit Lachs. Milchspeis. Hä? Keine Ahnung, ich hab was. Warte! Oh mein Gott, warte! Ah, Cheetos. Was ist denn? Spaghetti Bolognese. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich stehe übel auf dem Schlauch, ich weiß es gerade nicht. Da haben wir noch nie drüber geredet, woher soll ich das wissen? Jetzt geht es, jetzt sagst du es irgendwie, ich dann so, hä, stimmt. Sushi! Deswegen Lachs, du warst richtig. Ich will immer nur Sushi essen. Ja, okay, sollen wir halt Sushi essen? Oh, er ist schon krass. Frage Nummer 8. Wann habe ich Emma bekommen? Warte, nein, falsch. So. Okay, nein, stopp, ich hab's falsch. Das wäre doch Emma's Geburtstag. Stopp, nein, ich hab's falsch gelesen. Ach so. Sorry. Mit wie vielen Jahren habe ich Emma bekommen? Okay. 17. Nein, warte mal. Was? Nein, okay. Warte mal. Nein, warte. 19. Ja! Nein, ich hab nicht berechnet! Nein! Ich hab... Oh, ist mir egal. Falsch. Wie viele Jahre sind Basti und ich dieses Jahr zusammen? Dieses Jahr? Ja. 6. Ja. Das ist Punkt Nummer 6 für mich. Was ist gut? Ey, Moni! Frage Nummer 10 müsstet ihr beide wirklich beantworten können. Oh, jetzt wäre ich nervös. Welches Fastfood kann ich nicht essen? Du darfst überhaupt nicht nachdenken eigentlich. Komm, wie gemein, ihr sagt was. Weißt du? Oh mein Gott. Chicken Nuggets. Das beleidigt mich jetzt. Meckes, hätte ich jetzt gesagt? Nein. Es geht nicht um einen Laden. Ach, um das Produkt? Ja. Bei einem, ach so. Ich habe nicht gesagt, welche Fastfood-Kette kann ich nicht essen. Ich habe gesagt, welche Fastfood kann ich nicht essen. Wenn ich es gleich sage, sagt ihr beide, ah, ja klar. Okay, also wir haben beide die Antwort verkackt. Wir haben noch eine Chance. Ihr müsst es beide wissen, weil ihr das beide mit mir erlebt habt. Gyros. Burger, Mann, Burger! Das ist doch kein Fastfood! Ja, klar! Okay, stopp es! Also okay, nee, doch, nee. Man kann es als Fastfood sehen, aber ich habe nicht daran gedacht, sondern das kannst du nicht essen, weil du es nicht magst, sondern kannst du nicht essen. Ich kann es körperlich nicht essen, weil ich das nicht essen kann. Du lachst mal, danke! Ja, bei Zimmermanns Burger war das. Ja! Du sagst das ja, irgendwie krieg ich das. Kann es wirklich nicht essen. Okay, ja gut, wir hätten mehr in die Materie. Ich mag das vom Geschmack her. Ich mag das vom Geschmack her, aber ich kriege das nicht runter. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann es einfach nicht essen. Scheiße, ja, okay, gut. Kein Punkt. Ja, okay. Das war von einem Monat oder so. Ja. Welche ist meine Lieblingsserie? Zwei gelten. Ja. Wie heißt das? Friends? Ja. Ja. Das wäre die eine. Okay, du kannst den anderen Punkt noch raus. Grey's Anatomy. Nein, habe ich noch nie geguckt. Verdammt. Hau mich immer rein. Nein. Okay. Dann, ich hätte nur Friends gewusst, den Rest weiß ich nicht. Modern Family. Ja, siehst du, da bist du ja schon im Film. Das kenn ich. Hab ich noch nie geguckt. Ja. Lüge! Lüge! Du bist wirklich alle da, da haben wir auf der und ich hab gesagt, es ist Schmutz. Ja, und ich hab gesagt, ich liebe diese Serie. Das kenn ich nicht. Ich wusste nur Friends. Warum nimmst du mir Friends weg? Du hast Friends noch nie gesehen. Ich hab Friends bis Staffel 4 geguckt. Oh, bis Staffel 4. Du bist ja nicht schlecht. Ich bin einfach nur besser. Besser. Seid ihr bereit für die letzte Frage? Oh mein Gott, ja. Was habe ich bei der Backshow gewonnen? Oh Mann, ihr wart gleich zu dir. 200.000 Euro. Falsch. Verdammt! Fünf? Nee, 10.000 Euro. Nein. 7.500. Nein, 5.000. Was habe ich noch gewonnen? Diese Maschine. Korrekt. Ja, Mona war definitiv deutlich besser. Aber man muss aber auch sagen, ich auch viel verkackt. Es ist ein... Ja. Ja. Es war schon eigentlich unfair, weil wir kennen uns so lang. Wir haben jahrelang jeden Tag miteinander verbracht. Ich hab dich trotzdem lieb. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt uns rein, falls ihr das noch nicht tut. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Muah!